So, willkommen zurück. Heute wollen wir die Erzfarm automatisieren und zwar komplett. Ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen was an Erzen, wie man hier sieht, rausgeholt. Leider ist da kein Dia nachgerutscht. Deswegen werden wir uns die jetzt einfach mal bei dem lieben Tyrox snacken. Der ist ja immer noch im Urlaub. Wenn die Folge online kommt, nicht mehr. Schneller dank dem Jump Boost. Das war zu weit. Unten in der Kiste müsste das drin sein. Dann nicht hier. Wir machen das jetzt einfach mal so. Er kriegt das alles ja wieder. So ist das nicht. Ich möchte aber schon gern, dass heute hier alles fertig wird. Wir brauchen noch 1, 2, 3 Hämmerer. Das ist ein normaler, wir brauchen aber Compressed. So, dann brauchen wir wieder Stickies. Ach, Holz habe ich doch hier noch. So. Das sind dann 2x9. Erstmal das da. Dann kommst du so klein ins Inventar. Nummer 1. Dann hier die nächsten. Na, gehst du mal raus hier. Der da, der Knochen kommt weg. Das Sand kann weg und der Cobblestone kann erstmal raus. Und jetzt kommen die nächsten 9. So. Und dann können wir da unten anfangen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. Oh. Warum? Warum hast du mir jetzt nur 1 gemacht? Könntest du das alles trotzdem so weit hier reinholen? So, kurz Nacht überspringen. Los, lass mich pennen. Lalalala. Genau, jetzt können wir hier oben auch nebenbei die ganzen Kabel abreißen. Die werden hier nicht mehr benötigt. Die brauche ich nämlich unten gleich. So. Noch dich machen wir auch erstmal zu. Die anderen Maschinen kommen nämlich auch nach unten. So, die Kabel sind alle weg. Fast alle. Da. Sehr schön. Oh Gottchen, ey. So, hier kommen die Hämmerer hin. Raus und rein. Hier.
raus und rein. Das hier hinten habe ich alles schon gemacht. Rein und raus. Ja, das war schon. Raus und rein. Und ansonsten sind alle miteinander verbunden. So, Hammer habe ich jetzt hier natürlich keine drin. Aber das stört auch nicht. Denn jetzt geht's an die Stromversorgung. So. So. Gucken, ob die Kabel reichen. Und wenn ja, rattern die Maschinen auch gleich so richtig los. Aber das müsste ausreichen. Einmal ganz vor. Ach, machen wir das so. So und so. Gut, die haben jetzt Strom alle. Die haben Strom, genau. Die haben Strom, die hier haben noch keinen Strom. Nee, das war falsch. So. Jetzt geht's los. Und jetzt haben wir unsere eigene Compressed. Ja, wie sagt man? Compressed Erzfarm. Dadurch, dass hier halt keine Hammer drin sind, dauert das hier ein bisschen länger. Allerdings, wir könnten uns sogar noch welche machen. Zwar nicht viel, dass wir erstmal überall nur einen reinhauen können, aber besser als gar nichts. Dafür entschuldige ich mich jetzt. Das heißt, wir brauchen noch mehr Sticks. So, der Holzblock kommt da rein, das kommt da rein. Ich brauche jetzt Platz im Inventar. Das kommt da rein. Glas kommt hier rein. Eisenblöcke kommen da rein. Stein kommt da rein. Die Ho kommt da rein. Die Fackeln auch erst einmal. So. Und das waren natürlich wieder mal zu viele. Aber je mehr, desto besser. Und gleich noch ein paar hinterher und hier. 3, 6, 9. 3, 6, 7, 8, 9. Düt. 2, 4, 5 Stück. Hammer, Hammer. Was? What the fuck? Ein Hammer. Zwei Hammer. Drei Hammer. Vier Hammer. Fünf Hammer. Leider kriegt der da hinten jetzt keinen ab. Ne, der geht leider Gottes leer aus. So, und ihr seht, hier wird auch schon fleißig gearbeitet. Außer hier oben, aber hier war was drin, hier ist was drin. Ihr seht, die Erz... Oh, selbst hier sogar schon. Oh.
Natürlich anschalten muss man auch noch. Ja, jetzt geht's auch hier los. Ja, unsere Erzfarm. Und die leuchtet vollautomatisch. Ui. Ui, da müssen wir uns um einen größeren Generator kümmern. Das geht nicht anders. Und da wir jetzt noch 5 Minuten haben. Nice. Sammle ich erstmal wieder Zeug ein, was ich gar nicht haben will. Zum Beispiel das da, das da. Werden wir noch ein paar Lootbags öffnen. Hier haben wir noch ein paar Kuchen. Und hier sind noch mehr Lootbags, die hauen wir hier erstmal alle rein. Das brauchen wir auf jeden Fall auch, denn da wird noch einiges kommen. Von den Pflanzen her. Hier, das kann da rein. Hier haben wir noch mehr davon. Ja, Strings würde ich mal sagen, können wir gut kompostieren. Genauso wie das Rottenfleisch. Knochen wird mir gerade mittlerweile sogar ein bisschen zu viel hier. Genauso Pfeile, die standen gar nicht zur Auswahl, dass die aufgehoben werden. Oder? Pfeile da rein, bitte. Der Rest kann erstmal soweit bleiben. Das hier muss ich ja sowieso alles per Hand löschen. Denn das geht nicht so einfach. Das weg, das weg, das und das weg und das da. So, dann gehen wir noch schnell den Kompost da oben vollstopfen und dann öffnen wir noch ein paar Lootbags zum Abschluss für heute. So, die Pflanzen kommen natürlich hier in die Kiste. Und hier hatten wir ja auch noch einen Lootbag drin. Den da. Die werden natürlich wieder verbessert. Man kennt ihn. So, die kommen noch mit dazu. Und wir können noch einen wunderschönen draus machen. Ist noch was hinterhergerutscht? Nein. Okay. Okay, wir fangen mit den ersten an. Ja gut, Essen kann man immer gebrauchen. Potzoll, ja, ein Sponge, ja gut. Oh, Botania-Buch, das ist gut. Ich komme zwar nicht ganz mit Botania klar, aber man kann es trotzdem machen. Oh, das ist auch immer gut. So, und jetzt der Epic. Okay. Keine Ahnung, was dieses Charm macht. Davon habe ich jetzt schon eins. Ja. Aber egal. Da haben wir noch ein paar Lootbags geöffnet. Hier geht schon wieder gar nichts. Dinger sind ja voll. Da müssen wir demnächst mal ein bisschen Holz herstellen. Von Immersive Engineering. Alles aber kein Problem. So, das schmeiß ich jetzt erstmal alles hier rein. Die Kapazität da rein.
die pflanze ich einmal. Dann könnte man eventuell sogar da oben noch ein paar Windräder anbringen und noch ein bisschen extra Strom generieren. So. Aber ich glaube, das werden wir jetzt auch gleich noch in der Folge machen. Denn ich weiß, wie nervig sowas ist. Ach, hier haben wir doch noch. Ja. So. 1, 2, 3, 4. Machen gleich mehr als genug. So. Stopp mal, was mache ich denn jetzt hier? So, so. Ja, wir haben schon gleich einen Stack zusammen. Den haben wir sogar schon. Es ist immer nervig, den Eimer hier vorher rauszuholen. Ja, dann könnte man in der nächsten Folge eigentlich mit Immersive Engineering anfangen. Erze werden jetzt gerade generiert, das ist sehr nice. Vier und der Tank ist so gut wie leer. Genauso wie unser Holz. 2, 3, 4. So, und das können wir erstmal drinnen lassen. Ja. Da haben wir gleich den nächsten Baustein gelegt. Für die kommenden Folgen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, schaut in den kommenden Folgen vorbei. Vor allem, wenn die Verrückten wieder dabei sind. Denn, wie gesagt, ich bin allein. Und in der nächsten Folge sind wir die Verrückten dabei. Und ja, bis dahin. Würde ich sagen, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.